Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat X. Wir spielen heute Tremor. Und zwar nach dem Predator haben wir schon wieder einen neuen Charakter, den ich wahnsinnig cool finde. Und wir haben natürlich auch hier drei Varianten. Metall, Nachbeben und Kristall. Und ich würde sagen, wir nehmen Kristall. Kristall hört sich irgendwie interessant an. Ich bin gespannt, was er kann. Und wir legen los. Tremor. Versuchst du mich zu beeindrucken? Ich versuche nicht zu lachen. Round 1. Fight. Okay, bis jetzt kann ich sagen, Kristall sieht schon mal derbe geil aus. Und ich glaube, der Typ ist auch ziemlich krass unterwegs. Bam! Da fege ich durch. Die Macht der Kristalle. Kung Lao hat keine Chance gegen uns. Der Mann mit Hut, der kann doch nix. Immer wenn ich Tremor höre, muss ich wirklich an diesen Film mit den Raketenwürmern denken mit Kevin Bacon. Und immer wenn ich Kevin Bacon höre, muss ich an Frühstück denken. Ja, easy. Easy. Bin mal gespannt auf die Fatalities. Hab mir extra nix reingezogen. Ist also wirklich blind meine erste Runde mit ihm. Nicht Probe gespielt, gar nix. Aber bis jetzt gefällt mir deutlich besser als der Predator. Boah, wie cool. Der Typ ist ja richtig gut unterwegs. Bin auch sehr auf seine Story gespannt. Ist kein neuer Charakter, sondern auch ein älterer schon. Sein erster Auftritt weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber hier sehen wir den X-Ray, der ziemlich brutal und mächtig aussieht. Den Rücken gebrochen und nachgetreten. So, mal sehen. Alles klar, der erste Fatality. Oh, ganz langsam. Alter. Boah, wie bitter ist das denn? Das Auge hängt noch raus. Sogar ein bisschen niedlich. Nice. Grüße. Fürchtest du brennende Schmerzen? Ich habe leider nicht zugehört. Round 1. Fight. Er ist nicht nur blind, sondern auch taub. Boah, Kenshi dreht natürlich wieder durch. Kenshi ist so jemand, der kann's. Kenshi kann's. Aber der Typ hier hat so geile Fähigkeiten. Gestein. Gestein ist eh ein geiles Element. Muss man schon sagen. Bam, der Uppercut. Bei ihm tut ja richtig weh. Und schon habe ich gewonnen. Wie schnell geht denn sowas bitte? Du kommst gegen mich nicht an. Ich muss sagen, der hier könnte mein neuer Liebling werden. Oh Mann, das ging daneben, weil er am Boden lag. Shit. Kenshi, beruhig dich. Zack. Den Schädel zertrümmert. Wow, Kenshi. Geh wieder schön zurück in deine Ecke. Bam. Beine weggezogen. Also jetzt gerade Kenshi macht mir Probleme. Dieser kleine Kristall hier finde ich cool. Der hat was, oder? Und mal sehen, bekomme ich den nächsten... Obwohl, wir machen ihn mal so fertig, um zu sehen, was denn kommt. Lava. Jetzt verstehe ich das mit dem brennenden Schmerz. Cool. Einfach nur cool, der Typ. Gefällt mir richtig gut. Ich bringe eine Nachricht vom Imperator. Ich werde nicht gehorchen. Du missverstehst mich wohl. Round 1. Fight. Und endlich auch mal wieder jemand, der reden kann und so ein bisschen auf die anderen Charaktere interagiert. Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt bei Predator und Jason. Denn die beiden sind jetzt nicht unbedingt die gesprächigsten. Boah, er ist aber auch wirklich derbe stark. Reptile. Ich mag den Skin. Ich mag diesen Reptile-Skin, der ist der Hammer. Alles klar, der X-Ray, den spare ich mir für die nächste Runde. Du kommst gegen mich nicht an. So sieht's aus. Mein neuer Liebling. Oh, dieser X-Ray. Ein Gedicht. Wirklich ein absolutes Gedicht. Bam. Oh, was ist das hier?
Was genau bringt mir das hier? Kann ich irgendwie draufspringen? Kann ich es werfen? Kann ich... Was kann ich damit machen? Ich habe hier einen Klumpen Kristall. Das war die Keule. Der kann die Keule. Die Steinkeule. Da wäre schon wirklich verdammt nice. So, und den nächsten hier. Also, mal sehen, ob wir es hinbekommen. Oh! Alter! Bam! Da geht er wirklich auf Nummer sicher. Und schlägt ihm noch den Schädel runter. Seit wann hat der denn bitte schön schwarzes Blut? Sprich, Hochstapler. Ich weiß nicht, was du meinst. Dann wirst du leiden müssen. Ich bin das Original. Er macht mich absolut nach. Selbst die Kristallvariante. Dabei weiß jeder, ich bin die Kristallvariante. Okay, der Angriff hier mit dem Stein erinnert so ein bisschen an Shang Tsung. Wow. Crystal Spikes. Was bringt mir der Typ da drüben? Mein kleiner Klumpen. Ich weiß es nicht. Boah, ist der cool. Ich bin ein bisschen verliebt. Man merkt es, oder? Also der hier gefällt mir tausendmal besser als der Predator. Ich würde sagen, bis jetzt der geilste DLC-Charakter. Also so vom Kämpfen her auf jeden Fall. Klar, der Predator hat Stil ohne Ende. Muss man gar nicht drüber reden. Aber der hier gefällt mir besser. So. Warte. Zack. Okay. Bam. Schön einmal hier in die Innereien rein. Das muss wehtun. Gut. Was nehme ich? Ich nehme den hier. Der könnte noch ein Ticken langsamer sein. Also noch wirklich, dass man richtig sieht, wie die Arme brechen und... Wow. Damit es noch qualvoller und grausamer wird. So richtig schön langsam. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Und trotzdem näherst du dich noch. Du lässt mir keine Wahl. Round 1. Fight. Mike Tyson! Oh nein, ich hasse den Typen so sehr. Nimm Gestein, Bro. Der ist halt ziemlich schnell. Bam! Lass mal hier schön rein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Erstmal wieder rüber hier mit dem guten alten Uppercut. Downcut. Fürchte den Boden unter dir. Round 2. Fight. Ich bin fieser Torf. Schon wirklich extrem nice, oder? Zieht gut was ab. Und ich habe wieder so einen Klumpen. Der magische Klumpen. Warte. Yep. Yep. So, mein Freund, wir nehmen den hier. Zack, erstmal schön ein direkt ins Arschloch. Direkt ins Arschloch rein. Und dann auf Nummer sicher gehen, Schädel zertrümmern. Ich meine, er könnte ja eventuell noch leben. Die Chance besteht, oder? Mich wirst du nicht jagen, Kreatur. DLC-Fight versus DLC-Fight. Der hat krasse Minen. Heftiges Spielzeug. Der Predator. Kristall schlägt einfach alles.
erstmal schön die Beine weggezogen. Oh, Crystal Ball. What's up, yo? Alter, was geht mit dir, Predator? Mieser Ficker, du. Wow, wow, wow. Predator dreht durch. Mies am Durchdrehen. Heftig mies am Durchdrehen. Was bringt der Klumpen? Du kommst gegen mich nicht an. Ich will es selber rausfinden. Irgendwann werde ich wissen, was dieser kleine Klumpen bringt. So, wieder wunderschön hier. Der X-Ray, der sitzt. Der sitzt und tut weh. Diese Schmerzen. Da muss er jetzt durch. Da muss er jetzt durch. Warte. Ah, jetzt wollte ich gerade schön hier meinen Kristall holen. Komm mal her, du. Wow, habt ihr das Bein gesehen? Oh, ey, was war denn das eben gerade? Bams, Bams. Hühnerbeinchen. Kannst nie wieder gehen. Fall für die Versicherung. So, Predator, bei dir muss ich den hier machen. Da muss einfach der hier kommen. Schön rein in den Poppes. Ich kontrolliere die Erdelemente. Das ändert nichts. Round 1. Fight. Aber natürlich. Natürlich ändert das was, denn was will Eis gegen Gestein nur tun? Hast du gar keine Chance. Schaut ihn euch an. Tremor-Style. Boah, wie die Schlange rauskommt. Schade, dass man mit der Schlange nichts machen kann. Fürchte den Boden unter dir. Round 2. Fight. Die Schlange rausholen und dann wie so eine Peitsche verwenden. Das wäre cool. Uiuiuiui, Sub-Zero. Woher auf einmal dieser ganze Hass? Nicht schlecht. Habt ihr ihm gerade die Rolle gesehen? So, raus damit. Dieser X-Ray ist wirklich die Antwort auf alles. Kaboom! Bitcherino. Oh Gott, der hängt da hinten in der Ecke drin. Ob ich das noch hinbekomme? Ich versuch's. Ich liebe diesen Fatality. Wirklich, ich finde den wahnsinnig cool. Er hat einfach Style. Er hat einfach Style. Tremor wins. Fatality. Du willst das hier nicht. Ich lache über deine Waffen. Das wirst du noch bereuen. Round 1. Fight. Aaron Black, auch bekannt als die Niete. Nichts Besseres als eine Knarre. Na, das stimmt. Ich habe einen Klumpen Kristall, der ist besser. Erstmal mies gebufft, Alter. Hier, die Rüstung finde ich wahnsinnig cool. Aaron, du bist heute in Topform, ha? Ich merke schon. Wir müssen wirklich hier den X-Ray direkt rausholen. Aaron ist mir hier ein bisschen zu aktiv. Jetzt aber kein Risiko. Sehr gut. Runde 1 geht an uns. Er kann die miesen Rollen. Er kann die miesen Rollen. Verpiss dich mit deinen Spikes. Von oben, von unten. Das nennt man den schwedischen Doppel. Also heute ist er irgendwie schnell unterwegs. Deswegen Ampel. Ich finde, du brauchst eine Ampel, mein Sohn.
und ein Motor. Alright. Ja, hier müsste es wirklich ganz, ganz langsam sein. Genau in dem Tempo. Und da müssten die Arme erstmal brechen. Und dann alles noch ein bisschen extremer eben. Bin ich krank? Wahrscheinlich schon. Aber ich denke, jeder wünscht sich das, oder? Ein bisschen extremer. Ich bin hier, Lau. Glaubst du, du kannst mich schlagen? Mach dich bereit für den Kampf. Round 1. Fight! Alles klar, alles klar. Er dreht hier natürlich volle Kanne durch. Da wird abgegorrowt. Ah, der Kristall ist eben ein bisschen langsam. Ey, Moment. Die Nummer mit dem Erdbeben ist mein Ding. Deswegen friss Gurken. Bam! Und die Keule. Die Kristallkeule. Man nannte ihn Mr. Crystal Ball. Guck mal hier. Ich habe ein Glas voll Dreck und eine Omi. Nimm meine Oma. Ah, da hattest du Glück, Alter. Da hattest du mies Glück. Komm schon. Ja, das nenne ich eine Show. Ich würde sagen, den hier zerdrücken wir nochmal, weil es eben so schön ist. Tremor wins. Fatality. Immer wieder dieses Auge hier. Tremor. An meine Seele kommst du nicht. Deine Seele ist die Ernte nicht wert. Round 1. Fight. Jetzt bin ich ein bisschen verletzt, denn ich habe eine wunderschöne Seele. Meine Seele ist ein Diamant. Okay, alter Mann. Also ein bisschen mehr Respekt. So. Guck mal hier. Weihwasser. Oh, Tremor, ich liebe dich. Du bist so cool. Du bist so sau cool. Round 2. Fight. Und ich konter mit meinem X-Ray, alter Mann. Ich sag's dir, der ist einfach wahnsinnig gut. Der Typ ist wirklich der Shit. Earthquake. Okay, okay, okay. Komm mal her, du. Die Nummer mit dem Bein ist auch ziemlich mies. So zerbrechlich. Ja, das passt. Das passt. Easy. Er zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Der verdorbene Shinnok. Mit seinen verdorbenen Flammen des Todes. Junge, du hältst zu viel aus. Guck mal hier, ich biete dir was zu trinken an. Uiuiuiuiui. Der X-Ray tötet ihn leider nicht. Der hält noch ein bisschen was aus, aber schaden kann er nicht. Raus ist raus. Oh.
gut. Earthquake. Stöpsel raus. Storytime. Über Shinnok stehend weidete sich Tremor an seiner Macht. Viel hatte sich verändert seit der Reise des schwarzen Drachen in das Traumreich. Kano hatte Tremor dorthin entsandt, um eine Psychobombe zu beschaffen, die beim Raub von Shinnoks Amulett zum Einsatz kommen sollte. Der Aufenthalt in diesem Reich hatte Tremors Macht wachsen lassen und seinen Geist erweitert. Er entwickelte sich zu einem Erdelementar, einem Halbgott, dessen Macht derjenigen Raidens und Fujins ebenbürtig war. Ja, das war's. Ziemlich krasser Typ. Ich finde ihn extrem gut. Ich würde sagen, mein Favorit, was die DLC-Charaktere angeht, denn er spielt sich erste Sahne. Schnell, stark, macht viel Schaden. Sieht gut aus. Also ich finde ihn wirklich wahnsinnig gut. Am Anfang, als er angekündigt wurde, habe ich gedacht, weiß ja nicht, da war er noch nicht so cool wie jetzt hier in Mortal Kombat X. Und die haben den wahnsinnig gut umgesetzt. Klar, der Predator und Jason, das sind Kultfiguren. Aber der hier, der hat wirklich Stil. Also der ist wirklich echt richtig gut zu spielen. Ich werde ihn öfter spielen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Mortal Kombat X. Wenn ihr ihn auch cool findet, lasst eine Bewertung da, unterstützt das Projekt, würde mich freuen. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Charakter in die Kommentare rein. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss!